Sieht gut aus, ja? Okay. Also wir sehen eigentlich immer gut aus, oder? Ne, du hast extra heute ein neues Shirt. Aus meinem Auto raus. Ja. Hi zusammen. Das ist Micho, das ist Pavel. Wir sind heute in Karlovy Vary. Ja. Česká republika. Ja, und hier machen wir einen Workshop. Aber das ist jetzt nicht das Thema, was wir euch erzählen wollen. Wir wollen ein bisschen über Dinge reden, die man braucht und die man nicht braucht. Und ich bin eigentlich bei uns ein Spielkind. Micho ist immer so ziemlich skeptisch und sagt, naja, wenn du irgendwas kaufen willst, kauf es, gib Ruhe. Ja. Aber manchmal komme ich auch zur Besinnung und sage, okay, Micho, das, was wir gekauft haben, das ist vielleicht doch nicht das, was wir brauchen, oder wir brauchen es nicht. So, das wurde schon vielen bekannt, ja? Viele haben das schon gesehen, sein Ding, ja? Das ist DJI Osmo Pocket und ich finde es geil, also diese ganzen Tech-Channels. Das Ding ist gerade ein Tag auf dem Markt oder zwei Wochen vor dem Start und das wird schon in den Himmel gelobt und die finden es geil, noch bevor sie es ausgepackt haben. Ist dir das aufgefallen? Die sind halt super clever. Ja, ja, super clever. Wir können das nicht. Nein, nein, wir sind alt und senil, deshalb, also wir brauchen so ein bisschen Zeit, um das Ding zu testen. Wie lange habe ich es? Über einen Monat. Ja, gut, aber die Netto-Benutzungszeit war ein bisschen weniger, ne? Ja, ja. Also ich habe mich mitreißen lassen von der Werbung, weil endlich hat DJI, also DJI hat schon, du kennst Ronin und Ronin S, das sind so, da läuft man wie Terminator, ja? Ja. Das kaufen immer technikbegeisterte Jungs in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal eine Story erfinden, wo sie einen Film drehen können. Am Ende steht das Ding im Schrank, unbenutzt und es war nur gekauft, weil sie es geil finden. Fasching, Iron Man in Rot Metallic. Zum Beispiel, ja. Ja. Und gut, ich habe mich jetzt mitreißen lassen von diesem kleinen süßen Ding, ja, weil ich habe gedacht, okay, kleine schnuckelige Kamera, also allein das Einschalten. Ja, ist lustig. Mal, das ist absolut lustig. Und sie ist natürlich sehr klein, sehr putzig, ja, mit kleinem Display. Und ich habe gedacht, okay, also wir haben unsere Erfahrung mit DJI Osmo, DJI Osmo Mobile. Mhm. Und die Dinge liegen im Schrank. So, den ersten Osmo Mobile haben wir zurückgeschickt. Weil ja, weil da war kaputt. Ja, ja, den gut, aber was haben wir passiert? Ab und zu benutzt. Ja? Zum Beispiel in Montenegro und auf Kreta. Wo wir Kuba. Kuba, ja, ja. Da haben wir mit Smartphone gefilmt und. Ich habe Anschiss kassiert. Warum? Ich erinnere mich nicht mehr. Ja. Es ist so, bei diesen ganzen Gimbal-gestützten Lösungen. Da ist ja ein kleiner Motor drin und der stellt sicher, dass diese Kamera hier stabilisiert wird. Und wenn Kaplun kein Ende findet und dann 15 Minuten sozusagen in einer Tour durchquasselt, dann kann es je nach Gerät und je nach Hersteller passieren, dass der Motor heiß wird, überhitzt und auf einmal wupp, die Arbeit einstellt. Und das mitten während des YouTube-Videos und das erzeugt dann Begeisterungsstürme. Ich habe mich gefreut, dass dieses Ding, ich mache jetzt wie dein bester Freund, weißt du, so in die Kamera halten. Ja. Ich habe mich gefreut, dass dieses kleine Teil rausgekommen ist und die ganze Information, wir werden jetzt Datenblatt nicht runterreden, machen wir nie. Also bei uns zählt praktische Erfahrung und diese Erfahrung habe ich jetzt gesammelt. Auf jeden Fall, fotografieren mit dem Ding könnt ihr vergessen. Also ich habe Fotos gemacht. Ich habe dir nicht gezeigt, weil die waren scheiße. Ja? Das sind 12 Megapixel und zum Fotografieren, das ist einfach unpraktisch. Also wenn ich in Fotomodus umschalte, es dauert einfach ewig, bis das Foto gemacht ist und ich habe meine Kamera. Dann gibt es natürlich Video, klar. Und Video ist 4K mit 60 Frames. Das ist schon eine Ansage. Aber wenn ich jetzt oh, das ist mir fast jetzt heruntergerutscht. Ja? Mein iPhone 8 Plus kann das auch. Ja? 4K, 60 Frames. Funktioniert sogar ziemlich gut. Mhm. Welche Erfahrung ich jetzt gemacht habe, hier bei schwachem Licht ist nicht schlecht. Ja, also das ist tatsächlich herausragend. Ja, ja. Also wenn wir zum Beispiel mit Smartphone filmen, es rauscht wie Sau. Ja? Mit GoPro genau das Gleiche. Wir haben abends gefilmt. Ja, ganz vergessen. Ja, also Micho ist jetzt GoPro-Fan. Er hat auch ein Video gemacht über GoPro 7 Black. Also das. Das ist eine geile Kamera. Also die Stabilisierung intern, ohne Gimbal. Also er hat das nicht verstanden, wozu das gut ist. Ja. Ich auch nicht. Ich habe immer Angst, dass das Ding kaputt geht. Ja? Weil das sind 1, 2, 3 Motoren. Ja. Diese Motoren sind so klein, so winzig. Ja? Ja. Ich habe immer Angst,
gut, also man hat Garantie, aber trotzdem, in entscheidenden Moment geht das Ding kaputt und das ist immer ärgerlich. Also, Filmen, 4K 60 Frames, es gibt Gesichtsverfolgung, die funktioniert erstaunlich gut. Guck mal hier, ja, siehst du dich? Ja, ja. Es ist hübsch aus, ja. Oh, aber du musst hier gucken. Das ist die Kamera. Das ist die Kamera, genau. Okay. Und guck mal, jetzt mache ich eine Verfolgung von dir. Sekunde. Jetzt machen wir mal hier das, folgen. Und dann guck mal, jetzt folgt er dir. Komm mal mit mir. So, siehst du? Die Kamera dreht sich. Das ist ja der Hammer, oder? Ja, 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 ja. So, jetzt weiter, 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 weiter. Und so, darüber? Guck mal. Und die guckt. Ja. Das ist ja unheimlich, ja. Ist ja sowas. Ja, ja. Ist unheimlich. Finde ich schon ein bisschen leer. Ja, aber so kleiner, ist nicht so schlecht, ja. So ein Männli, wo da drauf steht und guck mal, das bewegt sich immer. Die bewegt mit, sich, ja? Die bewegt sich. Guck mal, komm, geh. So. Marita, guck mal, wir sind jetzt im Follow-Me-Modus. Ja, ja, ich folge also, dir, okay. Die Kamera folgt dich. Die hat dich sofort ins Herz geschlossen. Ja? Du siehst, wenn ich gehe, also die bleibt bei dir hängen, nicht das bei schön, mir. Ne? Ja? Ja, ja, genau. Aber dann ist das sicher wohl jetzt meine Kamera, oder? Nein. Wenn sie bei mir hängen bleibt? Nein, die bleibt nur imaginär bei dir hängen. Und es ist keine Weitwinkeloptik, also ihr seht jetzt gerade Aufnahmen, das ist original, ja, mit Originalton. Ja, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie heißt das FPV? First Person View. First Person View. Also mein Englisch müssen wir noch arbeiten. Aber jemand hat gesagt, das ist süß. Ja. Das ist auf jeden Fall super lustig, ja. Also das, allerdings im Full HD. Okay, jetzt die Frage. Für wen ist dieses Feature? Es ist eigentlich nicht schlecht für die Vlogger oder V-Logger oder wie, was auch wie immer. Wie was? Ist egal. Wie? Also für die Leute, die jetzt auch selbst YouTube-Filme zum Beispiel drehen. Am Ende des Tages wird man sowieso mit ein paar Schnitten arbeiten, verschiedene Kameraperspektiven. Es ist also. Und, aber für solche Leute ist das Ding, Feature gut. Das Ding klebt an mir tatsächlich. Also ich find das absolut geil. Der hat mich jetzt erfasst, ja, findet mich schön und verfolgt mich. Ja. Das sieht gerade so aus, als ob das Feature das erste Mal wirklich entdeckt. Ja, aber, nein, es ist, ich kann mich auch löschen. Oder jetzt unter uns? Warte mal. Nee, ich werde jetzt dich verfolgen. Moment. So, jetzt verfolge ich dich. Zack. Moment, muss ich dich erstmal markieren. Oh, guck mal, jetzt hat er Micho gefunden. Ja? Und das ist schon... Ja, für wen ist das nochmal? Vlogger! Vlogger. Das so? Ah, das ist ganz gut. Also es gibt so Schminktanten, ja, im Internet, auf YouTube. Also die schmieren sich das Zeug in die Fresse und dann, ich habe keine Pickel, ja. Ist egal. Naja, ja. Auf jeden Fall... Also die professionellen Schminktanten, die haben ein Set, das schlägt unser zum Längen, ne? Ja, das weiß ich, die haben Red-Kameras. Die haben alles. Warum hat er damals gesagt, Mio, ich will das haben, ich muss das kaufen, ne? Weil es halt so klein war. Und mit klein... Und hier, so, 1, 2, 3, zack. Ja. Das ist das, ja, das ist... Das ist genau Geschichte, das. Ja? Das ist Spieltrieb. Das wirkt so Transformers auf Lego-Bausteingröße, ja. Ja, ja, ja. Und, aber in Wahrheit... Also was mich tierisch stört, das ist die Kleinigkeit, ja. Deswegen hast du es doch gekauft. Ich hab das Ding deshalb gekauft, aber ich sehe jetzt gerade... Es ist einfach zu klein. Für deine Finger? Oder zu klein für deine Augen? Oder alles? Alles. Also es ist zu klein für meine Finger, weil, gut, das sind zwei Knöpfe. Auf diesem Bildschirm streichen, das ist sowieso ziemlich kuriose Geschichte. Ja? Und die Knöpfe, okay. Aber meine größte Angst ist, dass ich das Ding irgendwie fallen lasse und dann ist es vorbei. Weil hier gibt es nicht mal Handschlaufe. Es gibt bestimmt ganz viel Zubehör. Ja, Zubehör habe ich schon gekauft. Ja? Ja, ich habe schon Zubehör gekauft. Das ist quasi so eine Manschette, die du umschnallst. Und dann kannst du auch Stativ befestigen. Damit es dann auch wieder größer wird. Ja. Und da sind wir schon beim Thema, what the fuck. Nach dem ersten Firmware-Update. Also bei ersten Mal, also ich glaube Casey Neistat hat das getestet und er hat Originalton eingeblendet. Und das war grottenschlecht. Aber die haben dann Firmware-Update gemacht. Gut, das ist alles softwarebasiert, weil Komponenten, die verbaut werden, also die sind vom Haus aus gut. Ja. Naja. Aber wie gesagt, für Leute, die jetzt was Kleines suchen, er war sofort angefixt, aber wie gesagt, so klein ist es am Ende dann doch nicht mehr. Und für die Leute, die halt irgendwas in der Hand haben wollen, auch irgendwo hinstellen wollen, eben Vlogging-Style etc., eine schöne Komplettlösung. Ja. Ich hatte jetzt die GoPro Hero 7 Black davor. Und man muss ganz klar sagen, eine Lösung ohne einen extra Griff, der fest verbaut ist
ohne ein extra Gimbal mit Motoren und allem drum und dran. Im Vergleich dazu, wo alles in der Kamera integriert ist, man hat nur einen Würfel ohne irgendetwas, einen nackten Würfel, und mit dem kann man machen, was man will. Mhm. Den kann man irgendwo befestigen, am Helm, am Fahrradlenker, auf dem Tisch, auf dem Stativ. Also, ich sag jetzt einfach mal, das ist jetzt kein Profigerät. Nein. Das ist, die GoPro 7. Ich hab immer Angst, dass das Ding kaputt geht. Also, ich habe immer Angst, dass ich es fallen lasse, dass irgendwas abreißt, dass Motor kaputt geht. Es ist eine interessante. Olga ist da. Ah, oh, wie geil. Olga ist da. Moment. Guck mal, Olga ist da, die war jetzt fotografieren draußen beim Frost. Ja, nee, das ist es, ja. Was ist unser Fazit? Es ist nett, ja. Es ist ein schönes Spielzeug, es ist lustig, aber ich wünsche mir irgendwie so ein Ding erstmal ein bisschen größer, dann mehr Anschlüsse, zum Beispiel Stativ. Ja? Also hier muss man Zubehör kaufen, man muss entweder mit Smartphone an Stativ anschließen. Ja. Das hier ist für Leute, die filmtechnisch einsteigen möchten. Und vor den großen Geräten und vor der Komplexität und den ganzen Sachen, die man berücksichtigen muss, Respekt haben. Hier einschalten, die Stabilisierung liefert ein gutes Ergebnis, Audioqualität ist gut. Zeitraffer finde ich geil. Ich habe dir gezeigt, auch. Also das wird jetzt gerade eingeblendet. Also Zeitraffer ist wirklich geilste Qualität. Also ich saß im Café, das war schon Abend, das war kurz nach der blauen Stunde. Sogar bei diesem schlechten Licht, also Zeitraffer ist wirklich gut. Ja. Aber gut, da muss man sitzen. Ich bin sowieso kein Zeitraffer-Freund, weil das dauert immer. Also wir nehmen es sowieso nur als zum Abmischen. So ein, zwei Sekunden im YouTube-Video. Wir können es auch einblenden. Das meistens ist kein Problem. Hat man auch keine Zeit dazu. Ja. Aber wie gesagt, für Einsteiger schöne Komplettlösung. Und die Leute, die ein bisschen mehr Action haben wollen, GoPro 7, Hero 7 Black oder was auch immer. Aha. Oder das. Also diese Modelle sind legitim. Das hier ist halt nicht ganz so Action-fokussiert. Da ist die GoPro-Lösung natürlich besser mit der Grundstabilisierung im Gerät, selbst ohne zusätzlichen Gimbal. Ja. Okay, wir gehen hier raus, also Lichtverhältnisse wechseln sich und ich gehe jetzt einfach mal zack, zack, zack nach draußen. So. Und guck mal, Farbtemperaturänderung, sofort sichtbar. Aber gut, das ist normal. Ja? Boah, ist das arschkalt. Und ich ertappe mich tatsächlich dabei, dass ich hier auf Display gucke. Ich auch. Ja? Scheiße. Ja. Ja, guck ins Loch. Yeah. Okay. Ja. Und was mich auch immer nervt, also wenn ich jetzt Smartphone halte, dann habe ich Angst, dass mir die Kamera abfällt, weil dieser Lightning-Anschluss, das ist, also USB-C ist da ein bisschen besser. Ja? Ja. Ja, gut, kommt bestimmt. Die ganzen Tech-YouTuber werden da jetzt eine Meinung dazu haben. Der kommt bestimmt dieses Jahr mit dem neuen iPhone. Aber ja, ja. Wer mag schon iPhone? iPhone mag niemand. Aber die Leute, die es so im Schminktäschchen haben möchten, da passt Schminktäschchen. Das, passt es wunderbar rein. Ja. Ja. Nein, also wir sind jetzt vom Fazit wieder runtergerutscht. Wir brauchen es nicht. Nein. Ich sage jetzt nicht, dass das Ding komplett scheiße ist. Also es ist reizend, es ist auch nicht teuer. Was haben wir bezahlt? 360? 370 Euro. Es ist nicht viel. Es ist nicht teuer. Mhm. Es ist günstiger als GoPro. Auf jeden Fall. Ja? Aber jeder muss für sich selbst entscheiden, brauche ich das nicht. Also für mich ist das so, ich war sofort begeistert und dann nach ein paar Tagen probieren, habe ich festgestellt, dass das Ding mehr und mehr in der Tasche bleibt. Ja? Ja. Weil mir ist das einfach zu umständlich. Das kleine Bildschirm ist zu fummelig, da musst du mit Smartphone anschließen und dann läufst du mit so einem Teil durch die Gegend. Das geht gar nicht. Und das ist schon irgendwie kurios. Ja? Das geht gar nicht. Also natürlich fragen alle, ah, das ist Transformers, IT will nach Hause. Ja? Das ist lustig, aber wozu? Ja? Wenn ich irgendwas Lustiges machen will, brauche ich das nicht. Nein. Ja? Aber egal, sei es drum. Sagen wir mal so, nehmen wir an, ihr habt euch für 2019 zum Ziel gesetzt, neue Kamera zu kaufen. Nein, ich möchte auch mal ein YouTube-Video machen oder ein Dia-Abend mit Videobegleitung und so weiter. Mit Smartphone. Dann nehmt das Smartphone. Ja. Wer ein bisschen experimentierfreudiger ist, kann sich so eine Lösung überlegen. Nehmt das in Urlaub mit, da habt ihr Zeit, es auszuprobieren. Schaut euch vorher bitte ein paar Beispiele an, worauf es beim Filmen ankommt. Ich meine damit nicht technisch, sondern
inhaltlich. Ja, aber dann Story. Dann kann man mit so einer Lösung während des Urlaubs, wenn man eine schöne Destination rausgepickt hat, durchaus Spaß haben. Das sogar, wie gesagt, es geht auch mit dem Smartphone, muss man ganz klar sagen. Aber ich würde nicht in Urlaub gehen, nur mit diesem Ding. Also nein. Ich fahre bald in Urlaub mit Olga und wenn ich das Ding nehme, dann wird sie rebellieren, weil sie sagt, wenn du nur das mitnimmst, Ende vom Lied wird, wir gehen in den Fotoladen und kaufen eine Kamera. Ja, und warum? Wir haben schon genug. Ja, weil das hier, akkutechnisch, hält natürlich jetzt nicht super lange. Stunde. Also der Hersteller sagt, dass es irgendwie Stunde 40 Minuten, aber unter realen Bedingungen immer weniger. Ja, das heißt, ihr geht raus, macht einen Ausflug und nach einer Stunde ist das Ding tot und was machst du dann? In der Nase bohren, damit, gut. In der Nase bohren. Ich glaube, wir sollten jetzt hier... Okay, das Thema wechseln. Das wird jetzt ein bisschen privat. Also zum Thema Storytelling mit Video. Ja, wir haben ein Video gemacht, Video produzieren mit Smartphone. Du erinnerst dich. Das war auch Tschechien, das war in Prag. Ja, das stimmt. Da haben wir dieses Video gemacht. Das stimmt. Und da haben wir gezeigt, wie es geht, dass wir einfach mit Smartphone drehen, dann in Premiere alles ein bisschen zusammenschneiden und es funktioniert. Und das ist so geil. Ja, Kinders, also es ist so... Wieder mal das Thema, kauft nicht zu viel, versucht mit dem, was ihr habt, was zu machen, und dann werdet ihr sehen, es geht genauso gut. Unsere Meinung zu diesem Teil kennt ihr jetzt. Das andere Video ist verlinkt. Das andere Video ist verlinkt, also Video produzieren mit Smartphone und es gibt natürlich viel mehr Sachen, auf die wir mächtig stolz sind, zum Beispiel unsere ganzen Photoshop-Aktionen, Schärfe-Aktionen, Karamellisierungsaktionen. Ja. Ja, und es kommen noch andere Sachen in diese Richtung, die euch gefallen werden. 1. Februar. Also wir haben jetzt was in der Schublade, wir haben jetzt was in der Westentasche. Das wird geil. Das wird euch gefallen. Wir sind selbst überrascht, wie geil das ist. Aber wir werden jetzt nicht spoilern. Ja? Wir werden jetzt nicht zu viel. Nein, aber ich sag nur so viel. Gablun kriegt es auf den Tisch, probiert es aus. Und das erste Wort, was er zu mir dann sagt... Das ist ja unheimlich, ist ja sowas. Ja, ja. Aber so hast du es beschrieben. Das war fucking geil. Ist egal. So, jetzt machen wir Schluss, weil in einer halben Stunde treffen wir uns mit unseren Leuten zum Workshop. Und ja, wie gesagt, schaut vorbei, hinterlasst ein Like. Unsere Meinung ist immer ehrlich. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir vor dem Auspacken einen Orgasmus kriegen. Ja, nein, also wir müssen es erstmal 2 Wochen testen und dann entscheiden wir, ob wir es kriegen oder nicht. Ich glaube, ich kriege heute nichts mehr, kein Alkohol. Nein, das ist noch der Restalkohol von gestern. Okay, cut. So, macht's gut, macht hübsche Bilder, macht hübsche Videos, lach nicht so blöd. Ja? Und dann sehen wir uns nächsten Freitag. Grüßt Oma. Ciao.